Kommt herein, kommt herein, der Himmel soll heut offen sein, für alle Menschen, groß und klein, kommt allein. Heute möchten wir uns mit dem Fest Christi Himmelfahrt ein wenig vertraut machen. Was versteht man eigentlich unter dem Wort Himmel? Das Wort Himmel hat verschiedene Bedeutungen. Vielleicht kennst du die eine oder andere Redewendung. Das schmeckt himmlisch. Wie der Himmel auf Erden. Dich schickt der Himmel. In den Himmel kommen. Es regnet aus heiterem Himmel. In der Bibel finden wir eine Stelle, die davon erzählt, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Hör einmal ganz gut zu. Aus der Apostelgeschichte. Jesus zeigte sich seinen Aposteln 40 Tage hindurch immer wieder und lehrte sie über das Gottesreich. Zum letzten Mal redete er zu ihnen am Ölberg. Er sagte: Wenn der Heilige Geist über euch kommt, werdet ihr die Kraft bekommen, überall bis an die Grenzen der Erde hinzugehen. Ich werde bei euch sein für immer. Und während er sie segnete, war er plötzlich verschwunden, zum Himmel emporgehoben. Das heißt, dass Jesus wieder zu Gott kehrt, seinem Vater. Manche sagen, der Himmel ist über uns. Manche sagen aber auch, der Himmel kann mitten unter uns hier auf Erden sein. Manche sagen, der Himmel ist das Land des Friedens. Manche sagen, der Himmel ist bei den Menschen. Wenn manche von Himmel sprechen, sagen sie, wenn ich Himmel höre, denke ich an Liebe und an Freundschaft. Manche sagen, nicht wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel. Was verbindest du mit dem Wort Himmel? Wann hast du bereits Himmel erfahren? Wie stellst du dir den Himmel vor? Vielleicht magst du auch deine Mama oder deinen Papa fragen, wie sie sich den Himmel vorstellen.